Hallo liebe YouTuber, in diesem Video geht es darum, im frischen Wein die Säure festzustellen. Dazu benötigen wir zum einen Blaulauge, gibt es in verschiedenen Größen zu kaufen und am besten immer auch vom gleichen Hersteller einen Säuremesszylinder kaufen. Die ganze Handlung ist eigentlich ziemlich einfach. In diesem Messzylinder wird Wein eingefüllt bis zu dieser Nullmarkierung. Dann nimmt man Blaulauge, füllt diese nach und nach ein, bis sich der Wein verfärbt hat zu einem dunklen Blau. Okay, damit wäre das Grobe erstmal geklärt. Jetzt kommen wir zur Durchführung. Nun wollen wir mit dem Säuremessen beginnen. Wir nehmen hierzu den Messzylinder und füllen jetzt langsam den Most in den Messzylinder hinein. Langsam bis zu dieser Nullmarkierung. Okay, man sieht nun, dass Wein bis zu dieser Markierung eingefüllt wurde. Als nächstes kommt die Blaulauge hinzu. Diese wird jetzt nach und nach zugegeben. Ich mache jetzt mal bis 3. Wird umgeschwenkt. Und man sieht, bei der Marke 3 hat der Wein nach wie vor eine rötliche Farbe. Somit muss noch etwas Blaulauge hinzu. Es wird wieder einmal geschwenkt. Und man sieht jetzt, der Wein hat eine schwarze Farbe angenommen. Somit kann man von dieser Skala jetzt ablesen, dass 5 Gramm pro Liter Säure im Most aktuell sind und ungefähr 50 Milligramm Schwefel im frischen Most sind. Beides sind sehr gute Werte, denn unter 8 Gramm pro Liter Säure braucht man nichts am frischen Wein zu verändern. Die Milligramm von den Schwefel ist auch wunderbar eingestellt. Hier sagt man, wenn man wenig faulige Trauben genommen hat zur Maische, sind 50 bis 100 Milligramm Schwefel vollkommen ausreichend. Somit ist das Säurebestimmen hiermit beendet. Wir wissen nun, dass es sich dieses Mal um einen sehr milden Wein handelt. Und dass der Schwefel auch nach wie vor ausreicht. Ich hoffe, dieses Video hat euch gefallen. Hinterlasst Kommentare, wenn ihr mögt, oder auch Verbesserungsvorschläge. Bis zum nächsten Mal. Euer badischer Hobbywinzer.